Auch heuer wieder stand der Dorftheolog im Mittelpunkt des Nationalfeiertages in Berchtoldsdorf. Als ich heute in der Früh aufgestanden bin, das schöne Wetter bemerkt habe, ich dachte, na, das kann auch eine exklusive Veranstaltung werden, wo nur einige wenige kommen werden. Dass dann so viele hierher kommen, ist einfach großartig. Dabei wurde Bilanz gezogen. Also auf der einen Seite freut es mich unglaublich, dass wir das Schwedenstift in Berchtesdorf halten konnten, dass es einen wunderschönen Platz gefunden hat. Ich bin sehr froh, dass wir das Amtshaus gut über die Bühne gebracht haben. War eine Baustelle, die wirklich mehr als nur schwierig war. Aber auch aktuelle Projekte wurden vorgestellt. Also eines war natürlich das Bildungsthema, wo wir ein großartiges Projekt so ein bisschen in Vorbereitung haben. Einen Schulcampus, einen gemeinsamen, alle Schulen, die im Bereich der Rossigergasse untergebracht sind, plus dort auch noch die Sonderpädagogik unterzubringen. Ein sehr engagiertes Projekt, wo wir ganz am Anfang stehen. Auch die Sanierung der Mühlgassenbrücke war ein brisantes Thema. Los gehen wir jetzt in der Karwoche, da haben wir vor, den Bereich der Mühlgassenbrücke neu zu sanieren. Das heißt, die Fahrbahn bekommt einen neuen Belag und die Gehsteigsbereiche links und rechts von der Fahrbahn werden abgebrochen und völlig neu gemacht. Auf der einen Seite nur Gehsteig und auf der anderen Seite kommt ein Radweg-Gehweg-Kombination. Neu errichtet wird auch das Altstoffsammelzentrum. Der Bürger kann sich über eine neue Halle freuen, alles unter Dach, man wird nicht mehr Nasbären entsorgen, die Mitarbeiter sind auch Gott sei Dank in Traubkönnen. Das Projekt beginnt mit November, Dezember 2017 mit der Fundamentierung und wird im Juli 2018 fertiggestellt sein. Die Halle hat eine Größenordnung von 1000 Quadratmeter mit Rampensystem, man nimmt es aus dem Auto raus und kann es gleich in den Container werfen. Wir planen in Berchtesdorf eine Anlage betreutes Wohnen zu errichten, weil wir der Meinung sind, es ist wirklich absolut wichtig für unsere Berchtesdorferinnen und Berchtesdorfer genau dieses Angebot zu bieten. Wo es geplant wird, das kann ich jetzt schon sagen, also dort beim alten Bahnhof. Es soll auch dieses denkmalgeschützte Gebäude mit einbezogen werden als Mehrzweckraum, aber nicht nur, sondern eben auch für Vereine oder andere Organisationen. Die Bücherei in Berchtesdorf ist eine der besten Büchereien in ganz Niederösterreich, von der Ausstattung her. Ich habe heute die Frau Dr. Lindenthal mitgebracht, die Leitung der Bücherei seit 2006, und die wird nie auf die Bühne gehoben. Heute wollte ich es einmal vor den Vorhang bringen. Wir haben sehr, sehr viele Leserinnen und Leser und vor allem auch Kinder kommen zu uns. Das ist mir ganz wichtig, dass man eben schon sehr früh anfängt, die Kinder mit dem Buch vertraut zu machen, und das klappt ganz wunderbar.